Ja, über Gelb haben wir hier im Kanal ja schon ausführlich gesprochen. Sprechen wir heute über Himmelblau, Olive und Hellorange. Die Rede ist natürlich von... Tada! Den neuen Frühlingsfarben für die Apple Watch Armbänder. Ich habe ihren drei. Hier, wie gesagt, Himmelblau, Hellorange und Olive. Und ich würde sagen, die schauen wir uns zusammen an. Dreifach-Unboxing. Starten wir mit Himmelblau. Aus der Laune heraus entschieden. Und da haben wir Himmelblau. Wirklich sehr himmlisches Blau. Nein, so ein bisschen der erste Eindruck. Das ist immer gut, wenn es in der weißen Box ist. Da hat man ein gutes Gefühl für die Farbe. Da kann die Kamera nicht zu viel verpfuschen. Ein sehr helles, leicht gräuliches Blau. Gefällt mir sehr gut. Das ist ja eine Eigenart der Sportloop-Bänder. Da gibt es immer zwei Größen in der Box. Weil ich so 0815 Arme habe, passen mir genau beide. Das kürzere geht genau noch und das längere passt auch bequem. Ich variiere darum immer ein bisschen zwischen den Varianten. Ja, so schaut es aus. Design natürlich bewährt, aber die Farbe gefällt mir sehr gut. Wirklich so ein gräuliches Blau. Und ich habe genau die Uhr mitgebracht, an die es passt. Die blaue Achter. Weg mit dem Mitternachtsarmband. Und ich kann mir vorstellen, dass das Hellblau daran sehr, sehr cool ausschaut. Nehmen wir das lange. Ja, Blautöne passen immer sehr gut zusammen. Das ist das Schwierige mit den farbigen Apple Watches. Gerade mit der roten muss man sehr aufpassen. Mit der blauen geht viel mehr. Anprobieren. Und da haben wir. Passt auch perfekt zum Zifferblatt. Sehr schöne, sehr frühlingshafte Kombi. Wenn es mal nicht irgendwas Dunkles sein soll, sondern ein bisschen was Helleres, aber dann trotzdem noch blau. Dann weiter. Worauf ich sehr gespannt bin, ist das Olive, das ja auch so ein bisschen gräulich, matte, dunkelgrün. Vermute ich mal. Mal schauen, wie es in echt ausschaut. Heute stelle ich mich aber auch blöd an beim Öffnen der Dinger. So. Oh, das schaut in echt aber viel besser aus als auf den Fotos. Ja, wirklich so eine Mischung aus Grau und Grün. Je nachdem, aus welchem Winkel man drauf schaut, könnte es sogar ein Grau sein. Schon jetzt das Potenzial, eines meiner Lieblingsarmbänder des Jahres zu werden. Ganz, ganz gute Farbe, wirklich. Ja, je nach Licht könnte man wirklich meinen, es sei grau und dann schaut man genauer hin und sieht, doch, es ist ein Grün. Erinnert ein bisschen, habe ich zufällig. Ja, da. Passt sehr gut da zum OnePlus. Da ist natürlich ein bisschen glänziger, aber so dieses Grün. Galaxy, auch so ein bisschen ein ähnliches Grün. Aber das Galaxy habe ich gerade nicht zur Hand, oder? Ist jetzt auch noch gerne angeschaut.
Doch, da hinten. Ich habe noch Glück gehabt. Da passt es fast noch besser. Ganz eine ähnliche Farbe, die da von Samsung. Habe ich schon gesagt, dass ich das Galaxy S23 und S23 Plus ausgesprochen schön finde. Ich fand sie anfangs unglaublich langweilig auf den Fotos, aber so in echt. Große Freude, ich habe für den Tagesanzeiger gerade einen großen Artikel über die neuesten Android-Handys geschrieben. Darum sind die alle hier noch griffbereit und ich habe nicht aufgeräumt. So, auch montieren. Das montieren wir an meine 7er. Die Titan 7er, immer noch meine Lieblings-Normalo Apple Watch. Kommt so. Ich bin schon begeistert. Ihr könnt euch ja schon denken, was ich dann mit dem orangen Armband ausprobieren möchte. Da habe ich ja schon einen Hintergedanken. Ja, das sieht super aus. Was für eine tolle Farbe, dieses Olivengrün. Machen wir hier wieder ein bisschen Platz. Diese Dreifach-Unboxings sind logistisch komplex. Jetzt kommt noch das Hellorange. Ich hätte mir gewünscht, dass es International Orange ist, was eine gewisse andere Apple Watch als Farbelement hat, aber es ist Hellorange. Aber wir schauen mal. Letzter Ritschratsch des Tages. So, diesmal habe ich es wieder raus. Und da ist es. Auch ein sehr, sehr mattlich stumpfes Orange, aber sehr, sehr hell. Gefällt mir sehr gut. Wo alles da so liegt, harmoniert bestens zusammen. Also das muss man ihnen auch lassen. Die Farben sind immer sehr schön aufeinander abgestimmt, auch wenn die meisten Leute, wenn dann überhaupt, eines kaufen. Ja, sehr schönes Orange. Ich muss danach mal in meiner Sammlung schauen. Ich habe auch noch ein oranges Sportband. Ich glaube, das war Papaya damals, was ein bisschen satter, glaube ich, war. Aber ich muss die dann nebeneinander mal halten. Aber das machen wir nicht jetzt auch noch im Video. Nein, jetzt schauen wir es einfach noch, ob es an die Ultra passt. Da habe ich übrigens dieser Tage wieder eines meiner Lieblingsarmbänder dran, das Magnetleder. Und hier ist ja das orange Element, da bei der Krone, dieses International Orange. Schauen wir mal, ob es ein ähnliches ist. Ja, das auf der Ultra ist schon noch ein bisschen satter, erinnert eher an das Orange, was hier drauf ist. Nein, ist schon ein anderes Orange. Aber ich denke, die Kombi sieht trotzdem toll aus. Hoffe ich jetzt mal. Diesmal nehmen wir mal das Kurze. Noch ein Zifferblatt mit Orange. Ja, auch sehr gut. Ich hätte es mir noch ein bisschen satter gewünscht, das Orange. Dann wäre es perfekt für die Ultra gewesen. Für die Ultra finde ich es fast ein bisschen zu matt, aber hat schon was, diese Kombi hier. Ich glaube, ich bleibe gleich mal dabei. Das Oliv sieht dann sicher auch sehr gut aus an der Ultra. Oh ja, kann man sich jetzt schon vorstellen. Aber ich würde sagen, wir haben hier eh schon wieder schamlos überzogen und sehr, sehr lange über einfach drei weitere Sportloops, oder nicht Sportloops, wie heißen sie? Sportbands heißen sie ja jeweils. Loops sind ja die anderen, aber
sehr, sehr lange darüber gesprochen. Falls ihr trotzdem Fragen habt, schreibt mir die unten in die Kommentare. Ich beantworte die sehr, sehr gerne. Und falls wieder jemand schreibt, was für einen Armumfang hast du, Raphael? Ich habe 19,5 Zentimeter, aber man sollte sich wirklich nichts anhand von Armumfängen und Millimetern kaufen in der Uhrenwelt. Immer selber anprobieren, weil Leute tragen Uhren immer unterschiedlich. Manche tragen sie wie ich hier oben, andere tragen sie hier vorne, andere haben andere Varianten, tragen sie lockerer, tragen sie enger. Darum ist das mit den Millimetern immer ein sehr, sehr gefährliches Feld. Aber mit den Sportbändern macht man einfach nichts falsch. Ich finde, die sind immer der sicherste Griff und sind einfach super bequem. Und ich kann sie auch ein bisschen verstellen. Also, falls ihr noch Fragen habt, ungeniert unten in die Kommentare. Falls das Video gefallen hat, Daumen nach oben, falls ihr findet, wo sind denn die gelben Bänder? Daumen nach unten. Ja, irgendwo muss man da auch mal einen Schnitt machen, sonst wird das hier episch. Wir haben schon viel zu viele sehr, sehr lange Apple Watch Armbänder Videos und das ist jetzt nicht auch noch eins geworden. Was ihr die nächsten epischen Apple Watch Armbänder Videos nicht verpassen wollt, unbedingt Abo abschließen und dann sehen wir uns im nächsten Video, wo ich dann vermutlich eines dieser Armbänder auch schon wieder trage.